So, der letzte Teil, die Coda. Wir kommen ja noch von der Reprise hier mit dem auf der 1 mit dem Doppelgriff, da aber nur dessen geschuldet ist, dass man das zu Ende spielt, ja. Ich spiele noch mal kurz die Reprise. Und jetzt kommen wir in die Coda. Ja, also den hier noch, aber da haben wir einen Flam. Diese Seite ist ganz wichtig auf der rechten. Die kommt im Grunde genommen dreimal hintereinander. Bloß, dass sie beim dritten Mal hier, beim zweiten Mal mit einem Flam kommt. Nochmal. Mit der dritten Seite von oben hier. Na, es geht dann nach unten. Kommt der Doppelbass nochmal von hier, von der zweiten Seite aus, von C. Und dann, na, Katsch nochmal. So. Das ist der letzte Teil. So, nochmal ein bisschen geordneter meine chaotischen Ausführungen. Also, wir haben am Anfang. Viermal. Bloß beim letzten Mal macht man den letzten hier nicht mehr, weil man dann schon im Vortakt hier im Vorschlag von der Einleitung wieder ist. Also ich gehe nochmal rein. Weiter, ja, das kennen wir ja schon von der Einleitung.